Und jetzt sind wir endlich im All. Nachdem wir nun im Boah, Orbit nice. sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Okay, wähle mit links und rechts ein Schiffssystem. Mit hoch und runter weist du ihm Energie zu. Willst du das Tutorial für das Schiff überspringen, dann starte alle Systeme auch den Graph-Antrieb. Nee, ich möchte das erstmal mitmachen. Wähle mit links und rechts ein System. Mit hoch und runter die Energiemenge. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der okay. Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Ah, nice. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Fahrtmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Mit was? Achso, das da unten, oder wie jetzt? Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Oh. Okay, nice. Den Schilden zu. Ja. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Ist doch schon voll. Energie erhöht deren Stärke. Ist doch schon voll. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Okay, wollte ich mal ausprobieren. Wohl. Steuerung muss man sich noch dran gewöhnen. Recht ordentlich. Dankeschön. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Oh. Das dort ist nämlich ein großer Fliegschiff. Und es wird seine noch frei. Okay, wo ist er hin? Da. Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Wo ist er hin? Dann können wir es erfassen und eine Denkrakete abfeuern. Die gegnerischen Schilde sind. Nice! Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline. Was ist denn das da? Was hat er da? Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Ja, okay, komm. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Autsch. Kann ich noch mehr looten? Ich sehe jetzt nichts mehr zum Looten. Kann ich Teile mitnehmen von dem? Anscheinend nicht. Aber ich würde dann vielleicht Raketen eher runter machen. Oh oh. Na komm, drehen. Komm. Boah, die Wendigkeit. Machen wir den erstmal fertig. Wie kann ich den anvisieren? Ah. Ah, komm. Wo ist er hin?
Ja, komm, 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 komm. Den haben wir. Wo ist der andere? Da vorne. Komm, schnell. Ah, okay. Laser ist gut gegen Schilde. Habe ich so verstanden. Komm, den musst du auch treffen. Alter, okay. Nice, den haben wir jetzt auch. Okay, Steuerung muss ich mich definitiv noch gewöhnen. Ja. Könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Da ist der andere. Alter, so weit sind wir schon davon weg. Und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. Ja, komm. Ein kleiner Schritt, Reise nach Crete. So, dann haben wir jetzt wohl alles gesammelt, oder? So, wo ist Crete? Da hinten. Müssen wir so dahin fliegen? Drücke, um das Datenmenü zu öffnen. Dort kannst du auf die Sternkarte zugreifen. Sternkarte? Wo sind wir da? Wir sind hier. Und Crete ist da vorne. So. Crete Forschungslabor. Kurs festlegen. Reisen. Ach so, ja. Dann ist das hier wahrscheinlich genauso wie in Elder Scrolls Arena. Dem ersten Teil. Erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Okay. Auf der Oberfläche. Muss ich noch einmal. Sternkarte. Die Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt die Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Dreh deinen Planeten, bis du das Kartensymbol Crete Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Also hier. Landen. Ja, es ist also genauso wie bei Elder Scrolls Arena. Dass man die Ortschaften nur per Schnellreise erreicht. Drumherum kann man genauso alles erkunden, ansehen. Aber irgendwann ist man im Loop gefangen. Und man kommt dann nur per Schnellreise von einem Ort zum anderen. Aufstehen. Okay. Dann gehen wir mal. Obwohl, wir haben ein bisschen Gesundheit verloren. Haben wir hier eigentlich einen Lagerraum? Vielleicht hier unten irgendwo, oder? Hier haben wir keinen Lagerraum. Hallo Vasco. Ich quatsch mal mit ihm. Vasco? Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Okay, und wer seid ihr, Dune Barrett? Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf.
eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten Sie sich der Constellation anschließen, wären Sie das 10. aktive Mitglied. Und warum ist dieser Captain der Crimson Fleet ausgerechnet hinter Barrett her? Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Na, so einer ist das. Weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Mhm. Und warum vertraut mir Barrett sein Schiff an? Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Lass uns Ausrüstung tauschen. Nee, lieber noch nicht. Okay. Ich sehe gerade, ich müsste meine Facecam mal ein bisschen anders platzieren. Oh, man hört jetzt nichts. Oh, so. Ja. Kann man das ein bisschen besser sehen? Ich müsste irgendwie eine bessere Lösung für die Facecam kriegen. Irgendwie, dass man den auch anders platzieren kann. Okay. Ah, da... Okay. Aber das kennen wir doch. Das ist doch aus dem Trailer, oder? Ich habe jetzt nur irgendwas ausprobiert, ja? Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen, wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Okay, wie scanne ich den? Der zählt als gescannt oder wie? Da ist ja noch eins. Komm, hier geblieben. Komm, scan. Dina muss ja... Der ist gescannt. Was ist denn das? Blei. Ah, hier gibt es Blei. Okay. Was ist denn das da? Vorsichtig, Captain. Kreaturen sind oft unberechenbar. Level 5. Ich will dich nur scannen. Ich will dich nur scannen, ja? Was, komm, mach ihn kaputt, ja? Okay, ich wollte den nur gescannt haben, ja? Gewebefaser. Nehmen wir mal mit. Gibt's hier noch mehr? Davon gibt's noch was. Was ist denn das? Eisen. Eisen haben wir hier gefunden. Hier ist wieder Blei. So, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Blei und Silber. Silber haben die hier auch, okay. Warte mal. Grün ist das, was wir schon haben. Vasco kann ich nicht scannen, okay.
Oberflächenkarte. Ah ne, das wollte ich jetzt nicht. Fotomodus. Ach, wie cool. Da ist ja noch was. Nochmal Eisen und Blei. Ist das wieder ein Tier? Eine Staubwurzel. Creed Forschungslabor. Okay. Also da müssen wir jetzt rein, ne? Und da sind diese Crimson Fleet drin, ne? Ich sehe jetzt hier direkt nichts außer Blei. Die Crimson Fleet ist eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Okay. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Ich guck mal, ob die hier irgendwas haben für uns. Was haben wir denn da? Nochmal Blei, okay. Analyse 59%. Ah, hier kann man ein bisschen klettern. Drahtspule, Klebeband. Nehme ich mal nicht mit. Reaktives Messgerät. Ah, ich nehme das erstmal alles nicht mit. Okay, Gravitation. So. Nee, ich wollte, so. Flasche. Schale mit medizinischen Proben. So, komm, hier, ich will vorbei. Schalter. Macht wahrscheinlich die Tür zu. Schraubenzieher. Isotopisches Kühlmittel. Häufig produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay, hier haben die erstmal... Medipack. Okay, Ladebildschirm gibt es auch noch. Jede Menge auf jeden Fall. Okay, habe ich aber auch nicht erwartet, dass das hier alles ladebildschirmfrei sein wird. Notizblock. Schlechte Leute, schlechte Witze. Warum ging das Huhn über die Straße? Hä? Was ist ein Huhn? Klopf, klopf, wer ist da? Planet. Planet wer? Planet, ihr eine Party? Eure Hoheit? Alter. Seid ein Ekliptik-Söldner zu einer Frau. Ich wurde angeheuert, um dich zu töten. Und ich erledige immer meine Jobs. Sagt die Frau, können wir nicht darüber reden, mein Sohn? Wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Wie kriegt man einen Freestar Collective hinter Wettler vom Baum? Man winkt. Schlechte Leute, schlechte Witze. Band 2 von Louis Looper ist der Nachfolger des Originals und ebenfalls zum Kulthit avanciert. Ob das wirklich so ist, das bezweifle ich. Solar Frontiers. Schreibt Sandgarten. Okay, wir schauen uns hier mal alles an. Kühlschrank oben. 7,77 mm hüllenlos. Flasche. Das ist aber 55 wert. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Thermos, Würfel, Omega, die letzten Tage der Erde. Die nehmen wir mit. Die werden wir aber ein andermal lesen.
So, leere Chunks-Verpackung. Brauchen wir ein Notizbuch. Papiertücher, Schraubenzieher. Das Schwerkraftparadigma. Nehmen wir mit. Canuck Bacon. Sieht nach Essen aus, auf jeden Fall. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Oder die hängen miteinander zusammen, irgendwie. Aber wir sehen uns hier noch ein bisschen weiter um. Polytextil. Ich sehe jetzt bisher auch noch nichts, was man Thermoparasit. Der ist rot angezeigt worden, also war der böse. Gewebe, Nährstoff. Was ist denn das? Toxin, häufige organische Ressource. Dieser Gegenstand kann für Herstellungen. Okay, dann gehen wir wohl nach oben. Molekülextraktor. Dann aber vielleicht eher so rumlaufen. Notizbücher. Kästchen mit Erde. Ich bin lieber ein bisschen sneaky unterwegs. So. Nochmal hüllenlose Muni. Hier ist nichts. Flasche mit Genprobe. Noch eine Flasche mit Genprobe. Was haben die hier gemacht? Was ist denn das? Kretstick. 216 hinzugefügt. Ah! Und noch ein Medipack. Noch eine Genprobe. So. Synthes-Schaumbehälter. Kriegen Kaffee hier. Ich sehe bisher jetzt noch keinen. Wir haben den ersten Toten gefunden. Herz. Herz Plus. Verbessert die Widerstandsfähigkeit und Schmerztoleranz. Plus 20% Gesundheit für 2 Minuten und Schadensresistenz für 2. Ah, und Kefir. Ein fermentiertes Milchgetränk mit der Konsistenz dünnen Joghurts. Ja, ich kenne die. Ui, da war wieder ein ordentlicher Ruckler. Ich kenne Kefir. Schwerelos Draht. Ah, okay. Kann alles zum Bauen. Was sind das? Geschichte der Xenobiologie. Nehmen wir mit. Notizbücher, Notizbücher. Tragbarer Ventilator. Der Kefir kenne ich auf jeden Fall. Ist aber nicht so mein Getränk, sage ich mal so. Also schmeckt mir gar nicht. Ja, was war das? Flasche mit Genproben. Vasco, du bist im Weg, Vasco. Ja, typisch Bethesda-Spiele. Die NPCs stehen einem immer im Weg. Auch ist kein Gegner aufgetreten, außer diesen einen. Wie hieß dieser Parasit dann nochmal? Der riesige Bandwurm auf jeden Fall. Von dem ist nichts bisher erschienen. Und halt der eine Tote. Hydraulikklammer. Okay, hier ist auch nichts versteckt. Ja, genau.
Ah, ich höre die ersten Stimmen. Wasser, Trinkpack. Nehmen wir mit. Und Sprudelwasser. Okay, hier ist aber, herrscht schon mittlerweile Licht. Verbände. Versiegelter Behälter. Hörschlüssel. Juicy Battle Meal Mehrfachpackung. Was war das? Weinglas. Und Full Food würzige Würmer. Na, solange wir sowas nicht im Real Life essen müssen. Bier, Trinkpack, nehmen wir mit. Vasco! Okay, da vorne sind schon die Piraten. Der lebt ja immer noch. Achso, hier. War es das? Okay, hier sind alle erledigt. Nice. So, Sprudelwasser nehmen wir mit. Da ging aber schnell. So, Füllfood, würzige Würmer. So, mal gucken, was die haben. AMP, Rettungsarzt, Streetwear, Leder, Rot. Vasco. Kaliber 27, Helm, Piratenscharfschütze, Rattler. Ich habe keine Ahnung, was wir hier mitnehmen. Goldene Pyramidenskulptur, Wert 280. Verkaufsautomat, 75 Credits. Da will ich jetzt aber nichts ausgeben. Was wir aber machen können, ist, wir haben hier ja. Stimmt hier, ne? So, regeneriert 4 Gesundheit. Regeneriert 5 Gesundheit. Okay. Regeneriert nicht viel. Die Pickwick-Wiki hier. Werden wir ein andermal lesen. Milch. Das fehlt mir momentan in Gothic 2. Die suchen wir. Okay, und nach da oben. Achso. Einmal nachladen. Wäre eine Idee. Aber nice, dass die Munianzahl auch auf der Waffe angezeigt wird. Können aber auch einmal hier drauf wechseln. Sieht auch nice aus. Der Terramorph ist frei. Okay, was geht denn da ab? Juicy Battle Meal Mehrfachpackung und versiegelter Behälter. Bett, hier können wir uns schlafen legen, nice. Ah, brauchen wir nicht. Outfit Laborkleidung, nehmen wir mal mit. Sellerie. Digi Dietrich. Und, also, okay, haben wir jetzt aus Versehen. Ich dachte, das wäre was, was man lesen könnte. Ui, hier. Unten. Hier haben wir nochmal. Ein Computer. Ein neuer Anfang. Kandidat 1. Aschta-Exemplar. Fehlschlag. Noch mehr Enttäuschungen. Neue Exemplare. Verlegung. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe die Stelle. Die Abteilung für Xeno-Kriegsführung der United Colonies ist nun offiziell. Ich will gar nicht wissen, gegen wie viel
Bürokratie sie beim Mast ankämpfen müssten. Oder Mast. Mast oder Mast? Ich mache das immer aus Gewohnheit Englisch aussprechen, wenn du sowas hier. Dann gehe ich mal von aus, dass es Mast heißt. Aber das war längst überfällig. Und ich bin von Anfang an dabei. Mein offizieller Titel wird Techniker für Xenobiologie lauten. Und ich fliege in 3 Tagen los. Amanda ist ziemlich sauer. Aber ich habe ihr versichert, dass ich jede Menge Urlaub haben und ganz oft in New Atlantis sein werde. Ich weiß immer noch nicht genau, wohin es geht. Auf jeden Fall irgendwo in den Raum der United Colonies. Das erfahre ich dann wohl, wenn ich da bin. Kandidat 1. Wir haben heute unseren ersten extraterrestrischen Kandidaten erhalten, der eine Alienform der Leukauge Venusta zu sein schien, also im Grunde genommen eine Riesenspinne. Michelson wollte in kompletter Schutzmontur das neurale Steuerinterface NSI anbringen. Unsere Security versucht immer noch, ihn aus dem Kokon zu befreien, und wir hatten keine andere Wahl, als die Kreatur zu töten. Okay, ein geringfügiger Rückschlag. Niemand von uns hatte einen erfolgreichen ersten Versuch erwartet. Ich habe gehört, wie Dr. Paulson den anderen gesagt hat, dass eine Einheit von UC Marines nächsten Donnerstag eine weitere Kreatur abliefern soll. Ashtar-Exemplar. Ich bin mir nicht sicher, wie sie es geschafft haben, aber UC Marines haben uns tatsächlich einen Ashtar gebracht. Es hat nichts damit zu tun, dass der Ashtar eine furchterregende Bestie und ein Predator ist. Beides sind für unsere Arbeit hier außergewöhnliche und wundervolle Eigenschaften. Es hat damit zu tun, dass der Ashtar auf dem Planeten Aquila im Cheyenne-System beheimatet ist. Aquila, auf dem sich Aquila City befindet, die Hauptstadt des Freestar Collective. Nicht schlecht, wenn eine Gruppe Sandlatscher einen Kandidaten direkt vor der Haustür des Feindes besorgt. Obwohl sich natürlich die Frage stellt, ob Wissenschaftler des Freestar Collective es geschafft haben, ihren größten natürlichen Predator als Waffe einzusetzen. Als ja, hat sich unser Zeitplan gerade verändert. Fehlschlag. Jegliche Sorge, dass unsere Pendants beim Freestar Collective es geschafft haben, die Ashtar als Waffe einzusetzen, ist verflogen. Nach dem Mikkelsen-Debakel haben wir beschlossen, dass das NSI nur unter vollständiger Sedierung angebracht werden sollte. Also war das kein Problem. Die Probleme begannen direkt danach. Der Ashtar war unglaublich widerstandsfähig gegen die Synchronisierung und wir konnten keine Kontrollgenauigkeit über 47% erreichen. Dr. Chins Arm wurde beim ersten Test nach 5 Minuten fast abgerissen. Kurz gesagt, die Ashtar können ganz einfach nicht kontrolliert werden. Und wenn nicht von uns, dann ganz bestimmt auch nicht vom Freestar Collective. Dr. Paulson steht mit Colonel Kazarov in Verbindung. Offenbar werden uns die Marines nächste Woche ein weiteres Exemplar bringen. Noch mehr Enttäuschungen. Neue Kreatur, neuer Fehlschlag. Die UC-Staublatscher tragen daran keine Schuld. Immerhin wollten wir einen Predator und sie haben ihn uns geliefert. Diese Dinger waren sowas von alienmäßig, dass Paulson Probleme hatte, sich für eine Bezeichnung zu entscheiden. Er hat sie dann schließlich Raptans Venom genannt. Schade, dass wir das NSI nicht richtig synchronisieren konnten. Die Biester hätten ein wahres Spektakel geboten, vor allem mit ihrem Gift. Neue Exemplare. Heute Morgen haben die Marines noch ein paar Exemplare vorbeigebracht. Vollkommen ungeplant. Wie man sie am besten beschreibt? Naja, es sind Arthropoden. Das Alien-Äquivalent zum Homarus gammarus. Im Grunde genommen riesige Weltraumhummer. Sehr vielversprechende riesige Weltraumhummer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau die UC-Soldaten diese Testsubjekte gefunden haben. Aber wahrscheinlich auf irgendeinem gottverlassenen Felsen. Nach dem dritten oder vierten erfolglosen Versuch habe ich aufgehört zu fragen. Keine dieser früheren Spezies konnte zuverlässig kontrolliert werden. Wie ich in meinen vorherigen Aufzeichnungen schon geschrieben habe, macht ihre natürliche Aggressivität sie zu effektiven Waffen. Allerdings bringt eine Kugel rein gar nichts, wenn die Waffe sich immer wieder von alleine gegen den Schützen richtet. Aber diese neuen Kreaturen haben die perfekte Veranlagung. Nicht aggressiv, sogar eher zahm. Und doch imstande, sich mit tödlicher Effizienz zu verteidigen, wenn sie bedroht werden. Und wenn sie erst einmal angreifen, sind sie absolut furchterregend. Dann werden wir mal sehen. Und Verlegung. Es geht los, wir packen alles zusammen und verlegen den gesamten Betrieb. Es ist alles so schnell gegangen, dass sich mir der Kopf dreht. Die Arbeit mit den Arthropoden war derart erfolgreich, dass wir auf ihre Heimatwelt verlegt werden. Dort gibt es einen unendlichen Vorrat an Kreaturen für die Abteilung für Xenokriegsführung. Ich wurde zum leitenden Xenobiologen ernannt.
Das bedeutet, dass ich die gesamte Einrichtung führe. Mein erster Gedanke war, es Amanda zu erzählen. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass sie nicht hier ist. Ich muss Michelsen ein Lob aussprechen. Er hat wirklich eine Lanze für mich gebrochen und den hohen Tieren beim Mast gesagt, dass die Abstimmung des neutralen Steuerinterfaces zur Kontrolle des Arthropoden meine Arbeit war. Ich schätze, Paulsen muss jetzt in den Ruhestand gehen. Auf nimmer Wiedersehen. Okay. Oh. Was ist das? Stiftetui im Kühlschrank. Ah, nein, das ist ein Spind. Okay, wollte schon sagen. Das Ding haben wir schon gelootet. Hier drin waren wir aber noch nicht. Was ist das? Drahtspule. Nice. Ordner. Essen nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Gehen wir hier mal raus. Gehen wir mal weiter. Alienkäfer Briefbeschwerer. Oh, Chang Shoko. Standmixer Fuß. Okay. Vasco. Familienbrettspiel Starlocked. Nehmen wir mal mit. Und nochmal. Was zu futtern? So, was haben wir hier? Müsli, Essenspaket. Digitaler Schreibtisch, Bilderrahmen. Ah. Das sieht auch cool aus. Nehmen wir auch mal mit. Verbände, Verfahren. Nehmen wir mal mit. Maßband. Noch eine Pistole. Grendel. Waffenständer. Okay, nice. Haben wir neue Waffen. Okay, kann ich nicht aufmachen. Vasco. Gut, gehen wir weiter. Hier ist dicht. Das ist für mich eigentlich tatsächlich, wenn ich so überlege, eher mehr ein Fallout im Weltall, Weltall anstatt ein Skyrim im Weltall. Chance-Ei. Wofür ist Klebeband? Nix. Wir verpassten ihm jetzt ein zweites Arschloch. Die beiden waren auch definitiv überrascht. War vermutlich. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt alles mitgenommen habe, aber Hauptsache alles. So. Nichts. Okay, man kann aber auch nicht wirklich alles mitnehmen, was hier rumliegt. Ich finde das aber auch echt mega interessant, wie die hier das alles aufgebaut haben. Hier liegt so viel rum, aber man kann nicht wirklich alles mitnehmen. Klar, so die meisten Kleinigkeiten und so weiter. Marker zum Beispiel hier. Die Dietrich. Okay, Wissenschaftlerin. So einem Ding sind wir schon begegnet. Die haben die also gezüchtet hier, oder wie? Ich kann die Dinge aber nicht looten, die Schreibtische. Okay, hier ist auch was. Etwas Großes abgehauen. Der Blei. Blei brauchen wir. Credits 373. Nice. Oh, Vasco. Du bist laut. Ach.
Okay, den haben wir in die Luft. Ja, egal, wir sind jetzt... Jetzt sind wir nicht mehr leise, jetzt sind wir laut. Hier war doch gerade noch einer. Noch ein Wissenschaftler. Abgesehen von... Von dem hier. So. Nehmen wir alles mit. Ordner war das. Schale mit medizinischen Proben. So, Waffenkoffer. Vasco, du bist im Weg. Computer lesen war nachher, wenn ich das nicht vergesse. Achso, da. Vasco, du bist unnütz. Level 2 haben wir erreicht. Nice. So, looten. Was ist das? Molekülextraktor. So, hier lag noch jemand. Mit einer Rettungsaxt. Ich glaube, das wird hier sonst so zu lange dauern, wenn ich jetzt hier alles erkunde. Verkaufsautomat. Das Ding hat nichts. Den hatten wir ja. Lag hier nicht gerade noch jemand? Ist er runtergefallen? Hier, da ist er. Der hat auch noch einen Digi-Dietrich. Piraten-Überleben-Rucksack. Und noch einen Grendel. Reaktives Messgerät. Häufig produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Egal, nehmen wir mit. Mikroskop 240. Spritzen nehmen wir mal mit. Hier haben die auch nochmal so ein Viech. Und hier nochmal. Untersucht. Was haben wir hier? Waffenkoffer. Equinox. Hatten wir nicht vorhin noch einen Equinox eingesammelt? Notizbuch. Oh. Sind das diese Terrormorphs, was wir vorhin gehört hatten? Den hatten wir schon. Strukturmaterial. Okay, nehmen wir mit. Hier haben wir noch einen Stift, einen Tupfer. Kein Stift, ist ein Tupfer. Kernack und Verbände. So, Dichtmittel ist eine Komponente. Antimikrobiell. Aluminium, nice. Okay, gehen wir mal. Müssen wir da? Oder hier rein, ne? Hier müssen wir nicht rein. Oh, hier liegt noch jemand. Credits, nice. Geld nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Uns will jemand die Beute streitig machen. Haltet sie zurück. Rogan richtet sich auf dem Dach ein. Wird gemacht. Hier kommt keiner durch. Ah, da oben. Nehmen wir erstmal mit. Nehmen wir mit. Okay, gehen wir jetzt erstmal die. Vasco, du bist im Weg. Verdammt. Wo rennt er hin? Hä? Ach, hier. Okay, komm. Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen looten. Was ist denn das? Das ist nix, okay. So.
Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann dreh ihn, bis er in die Lücken passt. Und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal nutzen. Okay. Würde ich das vielleicht hier hinsetzen? Das hier hin? Okay, das hier einfach. Einfacher als in Skyrim, würde ich sagen. Nee, nicht jetzt. Hier liegen wieder Credits. 210 wieder, nice. Noch ein Save. Sicherheitsstufe Einsteiger. Okay. Ich glaube, das würde gar keinen Sinn machen hier. Ich glaube aber ja das. Und nee, und das. Ja. Und dann das hier. Okay, nice. Wieder 370 Credits. Zerfetzen, Solstice. Nice. So, haben wir schon gelootet gehabt? Notizbuch. Da kann man nicht looten. So. Dass wir darauf bestehen, so viel zu tragen. Reduziert unsere Reisegeschwindigkeit. Bin ich jetzt überlastet? Trage ich jetzt zu viel, aber ich habe jetzt keine Benachrichtigung gesehen, so was wie, du trägst so viel und kannst nicht rennen. Kann ich rennen? Ich kann rennen. Also ich bin noch nicht überlastet. Dichtmittel. Ah, du läufst mir zu viel. Was stand da jetzt genau? Da war ein neuer Text. Boah, das muss ich gleich nochmal lesen, ganz genau, wenn das gleich wieder auftaucht. Ah, ich finde schade, dass man die Dinger nicht looten kann, also aufmachen kann. Du läufst mir zu viel Last, verlierst du rasch Gesundheit. Okay, Sauerstoff. Da ging aber ganz schnell weg gerade. So. Digi-Dietrich, Hafercluster, Metabolikum. Noch mehr Credits. Und was ist das? Dr. Wynn, Notfallslate. Der Terrormorph ist frei. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das neurale Steuerinterface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michaelson, Korb und Sumatri getötet. Keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Er ist tiefer in die Anlage. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber naja, viel Glück auch. Sobald ich weiß, dass es sicher ist, laufe ich zur Kommstation. Den und hier nehmen? Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Ich
hätte auf meine Eltern hören und Zahnmedizin studieren sollen. Ich hatte mir seine Stimme jetzt irgendwie anders vorgestellt. Aber okay. Aber das mit diesen Dietrichen finde ich echt einfacher als, also mit diesen Dietrichen. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern sie Digi-Dietriche bei sich haben. Boah. Und es mit persönlichem Besitz nicht so eng sehen. So. Bist schon drin. Rahmen, Essenspack. Hier noch ein Slate. Wir sind alle tot. Die Kommstation ist zerstört. Der ganze Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terrormorph irgendwo brüllen. Und Leute, die schreien. Wir das hier als erstes nehmen wollen. Dann das. Dann so. Und so, der war ja auch einfach. Okay, nice, was wir hier jetzt für Waffen bekommen. Wo müssen wir hin? Da, nach oben. Okay, schauen wir uns mal an, was da jetzt auf uns zukommt. So, erstmal hinter uns. Ordner, super. Eine Sukulente oder Sukkulente. Ich nenne die mal gerne Sukulente. Einfach wegen Ente. So, Heilpaste, Synapse Alpha. Helm Tiefminen, ein Lila, 2 Sterne. Episches Item erhalten. Jetzt schon. Okay. Müssen wir uns nachher mal ansehen, was wir da haben. Die sehen uns, aber die greifen uns jetzt. Die Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Ich bin von der Constellation. Die Angriffe auf unser Schiff müssen aufhören. Lügen, genau. Ich habe Barrett getötet. Sag also deinen Piratenfreunden, sie sollen Leine ziehen. Angreifen genug geredet. Ich muss heute noch woanders hin. Was habt ihr überhaupt für ein Problem mit Barrett? Na komm, wir lügen mal. Oh nein, wir waren nicht hinter Barrett her, sondern hinter dem Schiff. Jedem Neuling der Crimson Fleet wird von der Frontier erzählt, dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden. Aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Auf meinem Schiff gibt es keinen Schatz. Verschwinden, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Man greift höchste Zeit, dass wir die besiedelten Systeme etwas sicherer machen. Wir können es wohl nicht friedlich darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind, ne? Komm, wäre machen wir das. Er hier, würde Barrett sagen, dass er stolz auf Ihre Frage ist. Die Antwort lautet nein. Okay. Überzeugung, mein Schiff gibt es keinen Schatz. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du auch Schmeicheleien, Ablenkungen oder sogar Bedrohungen wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du, aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen. Scheiterst du jedoch nie, wenn dein letzter erfolgreich war. Ihr irrt euch, die Constellation ist ein Entdeckertrupp, das sind keine Schatzjäger. Denk einen Moment an alles, was du schon verloren hast. Du willst doch nicht noch mehr verlieren. Also wenn du Schiffe tauschen willst, nur zu. Die Frontier gibt eh bald den Geist auf. Ich habe gerade deine gesamte Crew erledigt. Willst du wirklich dein Glück mit mir versuchen? Komm, ich versuche das hier mal. Sind sie nicht? Sicher? Ich fasse es nicht. Kein Schatz. Wir haben dieses alte Constellation-Schiff völlig umsonst verfolgt. Hau ab,
Nimm deinen Roboter und dein Schiff und verschwinde. Wenn ich euch noch einmal sehe, bist du tot. Jetzt sollten wir ohne Behinderung durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation reisen können. Okay, drücke LB, um den Scanner zu öffnen. Dann suche nach dem Kartensymbol deines Schiffs und drücke A darüber. Schnellreise. Ich trage eh zu viel und kann nicht schnell reisen. Okay. Rogan, Pirat und Pirat. Ich will es trotzdem machen. So. Ich will es trotzdem gemacht haben, ja? Alter, der hat auch noch wieder ein episches Item. Komm, ich will hoch. Du hast wenig Gesundheit. Ui. Viel zu wenig. So, da vorne sind welche. Okay. Oh, ich habe keine. Liegt die Person aber noch hier? Ich habe einfach nur keine Ausdauer mehr gehabt. Okay. Aber war schon lustig, wie die jetzt gerade beim Sterben an mir vorbeigedingst ist. So, keine Ausdauer mehr. Was haben wir hier? Eisenvorkommen. Habe ich schon gescannt gehabt, okay. Gut, dann können wir zum Schiff zurückkehren. Ja, komm, spring. Du läufst mit viel Last und das verbraucht Sauerstoff. Okay, das ist wirklich Sauerstoff. So, Sauerstoff wieder vorbei. Müssen wir mal so wieder gehen. So können wir gehen, ohne Sauerstoff zu verlieren. Nice. Schnellreisen können wir jetzt eh nicht. Da wir überladen sind. Jetzt können wir wieder ein bisschen... Was ist denn das da? Ich dachte, das wäre jetzt Vasco, aber... da haben wir noch was. Gibt's hier noch was? Bestimmt. Da hinten gibt's etwas. Da hinten auch. Wir werden definitiv wiederkommen. So. Captain, um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Nach New Atlantis müssen wir.
Okay. So, abheben. Dann wollen wir mal. Finden wir New Atlantis. In die Richtung, ne? Wie war das nochmal? Hier, Sternkarte. Nach Alpha Centauri. Führe einen Grav-Sprung nach Jemison durch. Kurs festlegen. Ja, Alpha Centauri. So. Führe direkt aus dem Missionsbild heraus eine Schnellreise durch. Also ich muss wahrscheinlich hier alles mal runtersetzen und dafür hier rein, ne? Bilder offline. Machen wir so. Und wähle im unteren Abschnitt Missionen. Drücke X, um automatisch einen Kurs zu deinem nächsten Ziel zu setzen. Du kannst bestimmen, welche Quest in deinem HUD angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest erfolgt werden. Wähle die Quest aus, um eine Liste offener Ziele anzuzeigen. Wähle ein beliebiges Ziel der Quest, um die gesamte Quest zu verfolgen. Mit Kurs festlegen kannst du automatisch zum nächsten Teil deiner aktiven Quest navigieren. Zum nächsten Teil, okay. So. Ja. Haben wir. Ist erledigt. Und jetzt? Warte mal. Sternkarte nochmal. Bisschen raus. So, Kurs festlegen, Alpha Centauri, ach hier Sprung, okay. Ja, nice, auf jeden Fall. Keine Schmuggelware, warte auf Scan. Hier spricht die United Colony Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Okay. Sternkarte. Hier in New Atlantis. Ziviler Außenposten. Wissenschaftsaußenposten, was gibt's denn noch hier? Okay, mehr hat New Atlantis, hier. Der Planet jetzt nicht. Aber wir wollen hier hin. Landen. Der Mass District ist nach dem Gebäude für das militärische, administrative und scientifische Triumvirat benannt. Das nicht nur das Zentrum von New Atlantis darstellt, sondern auch das der United Colonies. So. New Atlantis. Und hier, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und mit dieser Szene verabschiede ich mich von euch. Ciao.